So, hallo, wir machen weiter bei Infernum. Der Boss ist noch übrig und da schauen wir jetzt mal rein, was der so kann. Er hat drei Phasen, danke Twix. Und ich bin gespannt, was passiert. Kann ich Ja, hier im eigentlich auch letzten wieder Part runter? Ist hat da wieder Conan. irgendwo. Da ist nichts versteckt, okay. Im letzten Part hat Conan Regraps gemacht und seine harten Bälle rausgeholt, also Stressbälle. Wollte gerade sagen, please. Okay. So, ich soll den erstmal ohne Save States probieren. Ja, RIP. Ja, der Boss ist eigentlich nicht so schwierig. Man kann den letzten Raum wohl sogar breaken. Okay. Kann ich darauf spinnen? Okay. Ah, das war wahrscheinlich schlecht. Ja, aber du respawnst hier direkt. Ach so. Ja, du hast so ein Midway-Geräusch, falls du das nicht hörst. Ah ja, doch, hab's gehört. Alles klar. Dann musst du die Toho-Musik nicht kaputt machen. Das heißt, ich muss jetzt in dieser ersten Phase auf den Dingern Spin jumpen, bis irgendwas Richtig, passiert. einfach nur ausweichen. Spin Jump, ja. Werde ich dabei noch angegriffen oder ist es nur in Anführungszeichen das Spin jumpen auf den drei Kugeln? Das ist es im Prinzip. Oje. Angriffe kommen später. Okay. Ach Gott. Oh, die bleiben auf dem Boden? Was? Hä? Ah. Hä, ist da was am Boden? Ja, die surfen da erstmal so eine Weile auf dem Boden und dann heben die wieder ab. Ah, okay. Weil sonst wäre das auch arg schwierig hier. Ganz natürliches Verhalten, aber es soll mir recht sein. Natürlich, ganz typisches Verhalten eines Danmarkus. Wenn es was? Ach so, Tohu. Ja. Da oben wird irgendwas getroffen. Ja, Oh, und richtig. dann muss ich, wenn die Dinger da oben weg sind, muss ich dann schnell durch die Röhre wahrscheinlich. Ja, korrekt. Und die Dings darf noch nicht weg. Die Plattform darf nicht runterfallen. Theoretisch kannst du es ohne schaffen, aber das ist halt dann Glück. unerträglich viel schwieriger. Ja, die Kugeln werden doch verschwinden, wenn. Wie kommt eine vierte? Ach nö. Die vierte macht es eigentlich noch einfacher, weil du mehr Objekte hast, worauf du Spin jumpen kannst, meiner Meinung nach. Ja, so kann man das natürlich auch sehen. Wie viele Hits muss denn das Ding nehmen? Eins. Viele Hits hat ein Big Das Boo. ist ein Bu, der da oben rumsaust. Also drei Hits, alles klar, verstanden. Das ist ein Bu, der da oben Rumsausen finde ich rumsaust. auch lustig. Der Erinnert mich immer an einen Konnekun 88, wenn er Sauspark sagt. fliegt halt rum. No! Also nur auch für dich zum Vergleich, die zweite Phase hat Twakes ohne Save States geschafft. Die anderen beiden hat er ein bisschen gestatet, nicht viel. Ach, er hat bei der ersten gestatet? Ja, hat er irgendwann nach, keine Ahnung, irgendwie 40 Minuten oder so. Und du willst, dass ich die ohne Stage spiele? So. Immerhin hast du ja Skill, nicht wahr? Ich habe nicht so viel Skill wie Twakes, das ist ganz klar. Also, das Na, sieht. ich glaube, das sieht er anders. Na, das kann auch er nicht anders sehen. Ich meine, er schafft seine Mario Maker Level am Stück. So, und ich tue mir ewig Naja, schwer, gut, gerade das so ist ja kein durchzukommen. Mario Maker, das ist ja SMW, das ist was grundlegend anderes. Ja, aber auch da, was er schon an Kaizo Zeug gebaut hat und so. Also, nee. Er ist besser als ich, auf jeden Fall. Wie gesagt, ich glaube, er selbst sieht das Das anders. mag sein, das mag sein, aber das ist dann halt so typische. Nicht, wie gesagt, will sie nicht anfangen, Leute zu analysieren, aber so Selbstkritik halt. Dass man sich selber Man könnte schlechter. jetzt auch behaupten, dass du gerade selbst dieses Opfer einer ja, übermäßig unmoderaten Selbstkritik bist. Könnte man, ist richtig, aber ich kann ja belegen, dass ich nichts kann. Ich Naja, meine. hast du schon mal bei Twakes die Streams angeschaut? Nee, natürlich nicht. Aber er Er hat kriegt's ja eineinhalb trotzdem hin. Stunden fürs zweite Level gebraucht. Nee, sogar drei, glaube ich. Aber er kriegt's ja trotzdem hin am Ende ohne States. So, das ist ja der Punkt. Naja, gut. In den meisten Fällen halt leider nicht.
Ja, aber mit weniger Stats als ich. Würde ich auch nicht behaupten. Nicht mal? Okay. Also ich würde behaupten, du hast insgesamt weniger gestatet als Twakes. Was? Du hast dich blöder angestellt an vielen Stellen, aber insgesamt weniger gestatet. Okay. Ja gut, ich meine, ich habe ihn noch nie spielen sehen. Ich weiß, was er bauen kann so. Und ich gehe halt dann davon aus, zum Beispiel, wie gesagt, im Mario Maker muss ich davon ausgehen, dass er das halt deutlich besser kann, weil er es halt am Stück schaffen musste. So. Das ist wie gesagt, Mario Maker hat ja eine grundlegend andere Physik. Ja, natürlich, klar. Überlege ich gerade, was ich noch von Twakes so... Schon mal die Celeste-Level von Twakes gesehen? Nee. Sind auch lustig, habe ich gehört. Oder vielleicht auch schon, keine Ahnung, falls Half im Stream mal gespielt hat oder so. Nee, HF wohl eher nicht. Oder wenn sie Mero mal gespielt hat, dann habe ich es vielleicht da, aber das müsste noch ewig her sein. Ich habe Mero schon ewig nicht mehr gesehen jetzt. Gab es damals Celeste überhaupt schon, Kappa? Ja, auf jeden Fall. Hat Emero nicht selber Celeste gespielt? Bin ich jetzt lost? Ich meine, bei Emero hätte ich einiges an Celeste mal gesehen. Aber keine Ahnung mehr. Die Zeit vergeht, nicht wahr? Genauso wie dieses Let's Play sich nun seinem Ende zuneigt. Ja, die Zeit vergeht und man findet irgendwann dann auch einen neuen Streamer und dann ist man bei dem. Kann die anderen nicht mehr gucken, weil man einfach nicht unendlich viel Zeit hat. Ja, richtig. Gerade die Begrenztheit der Zeit macht ja den Reiz des Lebens aus. Ja, und das sind dann die wirtschaftlichen Opportunitätskosten. So, die Kosten, die du für eine Entscheidung triffst, weil du halt was anderes nicht machen kannst. Oh mein Gott. Nein! Das sah doch gar nicht mal so schlecht aus. Muss ich dann eigentlich schnell sein, bevor ich runterfalle, oder habe ich Zeit? Das wirst du wahrscheinlich in 5 bis 10 Versuchen selber mal zufällig sehen. Nein, also ich muss halt... Also normalerweise ist es ja so, wenn der Bu stirbt, dass dann das Level beendet wird. Und ich muss halt in der schnell in der Phase dann wahrscheinlich in die Röhre hoch. Richtig. Also sag mal, wenn du im Wasser drin bist, dann hast du Zeit. So 1-2 Sekunden. Auf jeden Fall. Okay, es ist auf jeden Fall hektisch, danke. Also 1-2 Sekunden ist relativ viel, wie gesagt, wenn du im Wasser drin bist. Schwierig ist wirklich nur ins Wasser reinzukommen. Ja, weil eben. Du ja quasi von der Plattform abspringen musst. Solange sie noch da ist, aber ins Wasser erst berühren darfst, wenn die Orbs weg sind. Eieiei. Diese Zeitspanne zu erwischen, das ist in der Tat etwas tricky, aber okay. Nichts, was für einen Conan unmöglich ist. Oh. Der erste Hit kommt recht bald. Den zweiten habe ich auch schon mitbekommen. Den dritten habe ich noch nicht mitbekommen, weil sonst wäre es ja schon vorbei gewesen. Also ich müsste aber dann knapp davor gewesen sein. Außer der... Warst du auch schon, richtig. Außer der kriegt halt da oben dann wieder, wie bei dem anderen, dass der erstmal 3 Jahre lang noch im Kreis fährt, bevor er wieder getroffen wird. Aber hier, der spawnt eigentlich direkt in den Shells drin. Also. Ja, ich wollte gerade sagen, hier kann ich es ja nicht beeinflussen. Also das wird schon nett gebaut sein. Hätte ich zwar so bauen können, wie du geschrieben hast, aber... Und ja, war das hier dann früher die einzige Phase und erst dann sind mehr gekommen oder hattest du eine andere Phase und... Die hier ist jetzt zusätzlich. Früher war die Phase 2 die einzige. Ah, okay. Aber bleibt es vom Stil her so, dass ich die ganze Zeit Spin jumpen und ausweichen muss? Das wirst du gleich selber sehen, nicht wahr? Oh, das ist ein Ja. Also die zweite Phase ist wahrscheinlich sogar die einfachste. Okay. Wobei, ja, es kommt drauf an, was man besser kann. Wenn man sagt, einfach nur stupide auf diesen Bällen zu landen, ist voll easy, dann ist die hier natürlich die einfachste. Wenn man sagt, gegnerischen Objekten auszuweichen ist einfacher, dann ist natürlich die zweite Phase einfacher. Ja, so Ausdauer ist immer schwierig, wo du einfach keine Möglichkeit hast zu pausieren. Ja, in der zweiten Phase kannst du pausieren, also. Okay. Ich bin gespannt.
Also, weil das ist jetzt ja nicht so ein typisches Bullet Hell ausweichen, sondern, ja. Bullet Hell. Ja, versuch das mal mit Vanilla SMW nachzumachen, ne? Ja, nee, das ist klar. Ich meine, du kennst aber diesen Toho-Hack, ne? Ja, richtig. Der ist genial. Ja, übrigens, an der gibt's Fortsetzung habe ich es selber dran gebaut. Ich wollte gerade sagen, gibt's da nicht einen zweiten Teil? Gibt es, aber der wurde nie veröffentlicht, weil Vitor und Lela nie die Zeit gefunden hat, die Bosse fertig zu programmieren. Ah, das heißt, der kommt auch nie, oder was? Eventuell eines fernen Tages, aber aha, dieser okay, Tag... okay. Und du bist damit beteiligt sogar. Ja, das wusste richtig. Ich ja gar nicht. Ich, Vito Vilela und Vakana. Vakana hat die Musik geportet, Vilela die Bosse gecodet und ich so die Level Design. Oh, ihr habt das... Warst du beim ersten auch schon beteiligt? Nee, oder? Nein, der erste ist nur von Vakana und Vito. Ach, der ist sogar von Vakana... Ja, schau mal, das habe ich gar nicht realisiert. Ja, viel zu wenig Titty-Bilder dabei, ne? Habe ich gar nicht realisiert damals. Den habe ich einfach als Toho-Hack gespielt. Ja gut, aber da kannte ich Vakana auch noch nicht. Ja, richtig. Damals gab es auch noch kein Super Vakana Land, was richtig. Sich dann geprägt hat. Richtig. Eigentlich war Vakana bei mir dann erst nach Super Vakana Land wirklich gedanklich vorhanden. Und ansonsten komme ich ja eh mit den Namen immer durcheinander, wer da jetzt welche Level gebaut hat. Ich weiß nur jetzt aus den Jumps weiß ich halt ein paar Namen. World zum Beispiel sowas. Morsel, ne? Ja, oder Morsel, richtig. Beast hat jetzt auch Jump gespielt. Der hat sich immer ähnlich über Morsel-Level gefreut. Das fand ich schön. Ne, was ist... Hä? Ich war gar nicht oben. Hä, doch, warst du. Wie ist die denn? Echt? Ja, du hast die Plattform kurz berührt und dann ist sie runtergefallen. So wie eine normale Plattform das in SMW nun mal macht. Aber ich war ich nicht... Dann müsste ja, du warst oben. Du hast das Eck... du bist auf dem Eck da gelandet und gleich wieder runtergefallen. Ja, dann hatte ich aber auch den Spin-Jump verloren, oder? Ja, richtig. Ah, das habe ich gar nicht realisiert, siehst du? Dann hätte ich... Also wenn ich das gerade richtig gesehen habe, bist du ja sogar in die Kugel reingerannt dann. Also... Ach so. Wenn ich es richtig gesehen habe, ging ja natürlich auch ein bisschen zu schnell. Ja, meine Wahrnehmung hat mir gesagt, dass ich noch Spin-Jumpen konnte, aber dann konnte ich das offensichtlich nicht mehr. Es ist schon interessant, dass die da so unten am Boden entlang fahren. Das macht es schon angenehm. Aber ich krieg's halt trotzdem nicht hin. Mann! Ja, ich hatte das vorher, ohne dass die da unten entlang fahren, sondern dass sie die ganze Zeit abprallen. Aber das ist halt mies, weil du dann die ganze Zeit wirklich schauen musst, okay, wo springe ich als nächstes hin, dass ich nicht in der Decke lande. Naja, klar. Und so hast du schon eine ganze Phase. Immer wenn die runtergehen, kannst du ja da wieder neu hin. Richtig. Und wie gesagt, ich persönlich finde, der vierte macht es sogar noch einfacher. Ich glaube, was es für mich am schwersten macht, ist, dass da diese scheiß Plattform ist. Aber die brauche ich halt nachher. Ja, die Plattform wird dich auch in der zweiten Phase nerven. Oje. Aber das bedeutet ja, Moment, aber wenn mich die ach so, ja, weil es halt runterfällt und weg ist. In der dritten Phase hatte ich auch erstmal eine Plattform, aber die war dann so schwierig, die Phase, dass ich die Plattform entfernt habe. Oha, okay. Das klingt ja sehr angenehm, was da noch kommt. Ja, aber die dritte Phase kannst du gegebenenfalls breaken. Okay, das klingt sehr angenehm. Also Twakes hat es geschafft, die Phase zu breaken und hat das einfach mal schamlos ausgenutzt. Und du hast es nicht gefixt? Weil ich das nicht wirklich fixen kann, das ist das Problem. Ah, das ist, nee, also das ist gar kein Problem, das ist sehr gut. Aus dem Stressball? Nee, danke, Herr Kunze. Ach Mann. Blöde ist, den Stressball kann ich beim Korrigieren drücken, aber nicht... Jetzt. Ja, Stressball einfach unter die Tastatur legen und dann so anheben. Mach jetzt mal kurz, aber dann guckt ihr halt auf hier auf den Retry-Bildschirm. Oha, der ist ja warm geworden. Wo habe ich den wieder hingestellt? Ach, da ist der Hitzer. Der Lüfter. Ups. Ich lerne.
Ich habe den Laptop jetzt ja auch schon bald 1,5 Jahre wieder und ich lerne einfach nicht, an welcher Seite die Lüfter sind. Das ist unfassbar. Hat es letztes Mal ja schon, wo ich die Schokolade hingestellt habe. Weil ich immer noch gedanklich bei meinem alten Laptop bin, wo die hinten waren, die Lüfter. Das sind sie aber nicht mehr, die sind jetzt seitlich. Das ist schon ganz schön mies, wenn sich hier umstellen muss. Ich bin so ein Gewohnheitstier, ich kriege das einfach nicht hin. Wenn ich mir einmal eine Sache merke, dann ist es vorbei. Nein, ich hasse es. Ne? Genauso war das halt vorhin auch. Ja, okay. Der Plattform. Da habe ich es dann nur nicht registriert. Was ich halt mal machen müsste, was ich halt noch nicht mache, ist, dass ich immer den gleichen Weg gehe. Ich gehe halt immer noch so komplett random. Müssen wir halt mal einen Weg merken, der sinnvoll ist, und den dann gehen. Also wenn ich dir das mal so als Empfehlung des Creators mal sagen darf, ich bleibe eigentlich fast ausschließlich in der linken Hälfte. Okay. Das finde ich persönlich sehr angenehm, aber muss natürlich nicht auf dein subjektives Angenehmheitsempfinden zutreffen. Ja, ich bin ja auch schon recht viel auf der linken Seite eigentlich unterwegs. Aber der Gedanke, einfach hier zu bleiben und zu gucken, was kommt, klingt schon interessant. Ja, doch, das klingt schon sehr interessant. Ja, läuft anscheinend besser als vorhin mit der rechten Seite. Ja, weil ich sonst habe ich immer die Kugel verfolgt, auf der ich bin, und bin erst gewechselt, wenn es nicht mehr ging. Aber zu sagen, ich bleibe auf einer Seite, ja, das klingt sehr vernünftig. Hast du es auch gleich. Achtung. Da wäre jetzt der dritte Hit gewesen. Ja, ich hab's gehört. Gehört habe ich ihn. War auch schon gedanklich dabei, auf die Plattform zu gehen, aber es war mir dann doch noch ein bisschen zu bald. Aber das ist gut, auf der Seite zu bleiben, ja. Das ist ein äußerst guter Tipp. Mist. Ja, wie gesagt, das hätte fast geklappt. Zumindest, dass du mal hier das K.O. gesehen hättest. Hast du den Twix auch gezeigt, den Tipp? Gezeigt, sag ich schon. Gesagt? Ja, den hat er mehr oder weniger selbst rausgekriegt. Ah, okay. Aber er hat halt trotzdem nicht so ganz danach gespielt. Okay, nee, ich spiele jetzt aber danach, weil das gefällt mir. Kann zwar jetzt gleich wieder sein, jetzt habe ich dann wieder dieses Gefühl, so jetzt läuft's, und dann läuft nämlich doch nicht. Aber... Im roten Switch-Palace? Ja. Erinnere mich einfach an gar keinen Switch-Palays. Ne, der rote mit dem Fishing-Boo? Nein, erinnere mich einfach an gar keinen. Und, aber immerhin bist du nicht in der zweiten Hälfte gestorben, ne? Weiß nicht, was. Muss man ja mal lobenswerterweise dazu sagen. Ich weiß nicht, was die zweite Hälfte war. Wo du dann hochgerannt bist und dann. Ach so, ja, gut. Theoretisch hättest du rausrennen können. Ja. Ja, es ist jetzt, mache ich nämlich wieder Blödsinn, obwohl ich eigentlich gedacht hatte, dass es ganz gut gerade läuft. Weil ich einfach mit ihm konzentriert bin. So, wir wollen. Das war der zweite Hit. Ach, was tue ich denn? Habe ich hier noch irgendwo Nervennahrung? Moment. Brauchst einen Stressball? Ja, den auch. Falsche Taste. Moment. Hier. Was für Schokolade verzehrst du eigentlich? Das sind so Kekse. So Weihnachtskekse. So eine Mischung. Also alles Mögliche. Ja, ist sicherlich auch lecker.
hätte ja sein können, dass du irgendwie eine favorisierte Geschmacksrichtung hast. Nee, das sind also das ist so eine, ja, wie gesagt, so eine Keksmischung halt, die ich im Lidl gekauft habe. Nee, Quatsch. Okay, so viel zu, ich habe Zeit. Hilfe. Ach du Schande. Wie gesagt, im Wasser kannst du dann oben recht lange verweilen, aber der Sprung dahin muss halt sitzen. Das haut ja alles ab. Aber ich habe jetzt gar nicht realisiert, dass ich plötzlich an der Fahrt... Also es kam mir viel kürzer vor. Ja, kaum vor. Konzentriert man sich auf Keksdosen vom Lidl. Es kam mir viel kürzer vor. Ja, wurde deine Aufmerksamkeit vom eigentlichen Geschehen auf ein anderes, viel wichtigeres Thema gelenkt und Du hast unbewusst besser gespielt, als wenn du fokussiert bist. Ich habe mich absolut nur aufs Reden konzentriert. Lol. Es ist schon faszinierend. Aber erzähl mal weiter. Du hast die Keksdose beim Lidl gekauft. Und dann? Naja, dann isst man sie halt. Da gibt es jetzt nicht allzu viel weiter zu erzählen. Also sie war für die Klassenweihnachtsfeier. Scheiße. Da ist noch ein bisschen was übrig geblieben und genau. Den Rest verzehrst du gerade. Richtig. Also jetzt ist auch leer. War eh nicht mehr viel drin. Ich habe schon gestern den ganzen Spendenstream von Hübi übergefuttert. Aber ja, aber ansonsten, wenn du mich so fragst, was für Schokolade ich mag, da bin ich eigentlich, bin ich nicht irgendwie festgelegt. Hast du irgendeine Festlegung? Nicht wirklich, aber ich meine mich zu erinnern, dass du mal in irgendeinem My Little Puzzles-Aufnahme gesagt hast, dass du irgendwann mal lecker schmeckende Meersalzschokolade beschenkt bekommen hast. Das ist richtig, ja. Die mit Salz, die schmeckt, also die mit so Meersalz, die schmeckt ganz lecker. Aber das ist jetzt nichts, wo ich sagen würde, das ist jetzt meine Lieblingsschokolade, weil zum einen, ich glaube, die war von Lindt oder so und dann ist es ja auch die teure. Aber sie war auf jeden Fall gut, das ist richtig. Das ist doch schön. Das stimmt. Was du dich alles erinnerst, ich bin fasziniert. Aber wenn wir schon bei Lindt sind, Lindt ist natürlich jetzt, also geschmacklich finde ich Lindt großartig, aber Lindt ist halt teuer. Insofern würde ich jetzt nicht sagen... Dem kann ich nur beipflichten, ja. Lindt ist meine Lieblingsschokolade, aber wenn jetzt alle Schokoladen gleich viel kosten würden, dann würde ich Lindt kaufen. Aber ich meine, die kostet halt auch zu Recht ein bisschen mehr. Ja, Lindt ist halt einfach wahnsinnig teuer, das richtig, ist halt korrekt. Das ist halt auch ordentliche Qualität. Also, ja, Qualität ist schwierig bei Schokolade, aber... Wird halt in, keine Ahnung, 3 Minuten länger umgerührt oder so als die normale Discounter-Schokolade. Wobei es, Scheiße. Wobei es, durchaus gar nicht so schlechte, Lindt-Varianten bei den Discountern gibt. Also dieses Moserrot vom Aldi zum Beispiel, das ist gar nicht mal so übel. Das kann man durchaus... Es ist jetzt kein Lindor, aber man kann es essen. Jetzt kommt natürlich der Pro-Tipp schlechthin. Einfach so eine billige Schokolade kaufen und dann in eine Lindt-Verpackung umpacken, ja. Das dann als wertvolles Geschenk, keine Ahnung, irgendwie einen Bekannten machen. Und die meisten würden es nicht mal merken. Das ist faszinierend, was unsere Psyche uns da auch vorspielt. Das haben sie auch mit Gummibärchen getestet. Da haben sie so die Discounter-Gummibärchen genommen und halt die Haribo und haben die aber in die die haben in die Haribo-Tüte auch die Discounter-Gummibärchen gepackt. Und dann sind sie halt in der Fußgängerzone rumgelaufen und haben die Leute essen lassen und die sollten sagen, welches die besseren Gummibärchen sind. Und es waren halt zweimal die Discounter-Gummibärchen, nur die einen waren in der Haribo-Tüte. Und es haben halt trotzdem die meisten gesagt, die in der Haribo-Tüte sind die besseren.
Es ist. Ja, es ist schon interessant, wie wir uns auch von Markennamen teils verblenden lassen. Ja. Ja. Und das musst du erstmal schaffen als Marke. So einen Wert zu bekommen. Dass halt der Kopf dir sagt, du isst jetzt Haribo und dann schmeckst du das auch wie Haribo. Und wenn der Kopf dir sagt, wobei man sagen muss, bei SMW ist es ja auch nicht anders. Da steht im Titlescreen Jabreeze, Sunset hat den Hack gebaut, da denkt gleich auch jeder, oh, großartiger Hack. Idle hat den Hack gebaut, hey, die kenne ich ja von Jump. World Peace, ach, 10 von 10 mindestens. Ne? Ja, das stimmt. Also. Wobei ich bei World Peace nicht so, also weiß gar nicht, was er für Hacks fertige gebaut hatte. Aber mir haben jetzt nicht alle seine Level gut gefallen in Jump. Der hat teilweise einen etwas anstrengenden Stil gehabt, irgendwie aus meiner Sicht. Also für mich einfach. Ja gut, World Peace der kennt man halt sonst halt wirklich größtenteils nur von Cooler Cruel. Ach, der hat halt Cooler Cruel auch gebaut, siehst du? Ja, richtig. Oder von diversen Contest-Leveln. Ja, okay. Wo er VLDC hat er mal den ersten Platz gemacht, beim BLDC hat er mal den ersten Platz gemacht, ja. KLDC sowieso. Okay, okay. Also, ja. Aber weil du mich nach Namen gefragt hast, ist Jolpengammler ist mir auch noch ein Begriff. Ja, der eher auch in die Morsel-traumatische Richtung. Kann sein, ich weiß nicht mehr, ich kann jetzt keine Level mehr zuordnen, aber... Erinnerst du dich an das dunkle New Jersey-Level aus Jump? Ah, ja. Das war von ihm, okay. Ja. Alles klar. Aber Morsel hat ja eher so nervige Gimmicks. Also, das New Jersey-Level hat jetzt ja kein Gimmick an sich gehabt. Das war halt einfach nur eng und schwierig zum Rumklettern und du wurdest so oft von Chucks getroffen und so Zeug. Ja, oder erinnerst du dich an das Kryophobia-Level aus Jump, wo alles Eis war? Ah, das war auch von ihm. Okay, ja. Grelle Palette. Ja. Daran erinnere ich mich auch noch gut. Ja, bei Jolpengammer kann man auch einige Designentscheidungen hinterfragen. Mhm. Könnte man bei mir natürlich genauso gut behaupten. Also von daher, ich will nichts sagen. Das stimmt wohl. Das Blink-Level ist nach wie vor... Ach, stimmt! Weil du mich gefragt hattest. Gut, aber das liegt halt jetzt nicht am Level an sich. So, wer damit gut umgehen kann, mit so Leuchtkram, ist ja dann in Ordnung. So, nur für meine Augen ist es halt absolut nichts. Okay, ich höre das schon raus, ja. Eigentlich ja auch eine ganz interessante Umfrage für den letzten Part, falls hier, dass jemand wirklich sich gerade komplett ganz antut. Ja, wir sind bei einer halben Stunde und immer noch in der ersten Phase. Versucht wirklich ohne States durchzukämpfen, was ja immerhin sehr ehren- und bemerkenswert ist, aber wer auch immer sich das hier anschaut und das hier gerade hört, schreibt doch mal in die Kommentare, was meiner Meinung nach, eurer Meinung nach, das schlechteste Level war. Falls ihr sowas denn überhaupt... ja, ausmachen könnt. Wenn ihr sagt, alle Level waren mindestens so lala und eigentlich ganz okay, dann lasst es uns natürlich auch gerne wissen. Entsprechend schauen wir mal, welches Level sich dann der größten Unbeliebtheit erfreut und eventuell hier rausgekickt wird. Wie kriege ich meine Fokussierung zurück, dass ich wo ich über Schokolade geredet habe? Das war magisch. Krieg's aber nicht mehr hin. Bin schon wieder viel zu konzentriert. Vielleicht brauchst du einfach noch mal einen Keks, der dich ablenkt. Ja. Ah, ich habe noch Lebkuchen, aber erst holen. Ich würde sagen, ich spiele für dich weiter, aber das geht leider nicht so einfach. Ja, dann ist der Part ja auch gleich durch. Ja, gut, das wäre das nächste. Scheiße. Nein, Mann! Nein!
Nein, das war knapp vom. Das war fast vom dritten Schlag. Ja, du lässt dich halt leider wieder ein bisschen zu sehr verleiten, nach rechts zu driften. Ne, vorhin, wo du wirklich links konstant und konstant ja, ich geblieben hab bist. Ja, schon gemerkt. Da lief ja alles ganz wunderbar. Aber da wäre es jetzt vielleicht rechts trotzdem ein bisschen besser gewesen, hinzugehen, wenn da links nur die eine kleine Kugel ist. Wie gesagt, je nachdem, wie man abspringt, ist links echt angenehm. Naja, ich habe es das eine Mal ja gemerkt. Also ich versuche es ja auch, mich möglichst links zu halten. Aber gerade wäre es, glaube ich, einfach schlauer gewesen, nach rechts zu gehen und nicht stur weiter nach links zu versuchen. Richtig. Wir waren ja auch kurz vorm dritten Schlag schon wieder, also... Ja. Ich sehe es eh kommen, dass ich den Moment halt nochmal versaue dann. Ja, das sehe ich halt leider auch kommen, dass... Dann versuche ich aber irgendwie zu rewinden, glaube ich, wenn ich das nochmal hinkriegen sollte. Ja, wie gesagt, es ist ja keine Schande an sich. Ah! Wenn man es so nimmt, hat den Boss ja nicht mal HF ohne Save States geschafft, also halt auch die zweite Phase letztendlich, aber der hat den Drei-Phasen-Boss ja auch noch nie selbst gespielt. Okay. Mann! Aber vielleicht schicke ich ihm die ROM nochmal, dass er das einfach mal nachholt und wir dann quasi angeben können, dass er es trotzdem geschafft hat. Ralf, falls du das hörst, schreib doch mal in die Kommentare, was du davon hältst. Kannst aber auch verstehen, wenn du erstmal genug von Infernum hast, ich habe dich die letzten Jahre ja oft genug damit genervt, ne? Stimmt, das Finn war es ja wirklich eigentlich... Ja, wo bin ich denn? Ein Jahresprojekt. Noch, Mann. Wenn die ersten Level kommen so aus dem Dreh 2015, 2016. Ja. Ich habe jetzt einfach mal 2016 in den Titelbildschirm geschrieben. Weil, ja, da habe ich ja sogar noch Emery geguckt. Die ersten Level habe ich ja sogar bei ihm gesehen. Das weiß ich noch. Richtig. Also. Also da hat er auch noch. Spielt er noch SMW? Ich weiß es. Ich habe keine Ahnung. Er streamt ja auch gar nicht mehr so häufig. Also das kommt ja noch dazu. Er ist ja mit dem Streamen weniger geworden und gleichzeitig habe ich halt den Streamer gewechselt, könnte man sagen. Ja, du hast Ersatz gefunden. So ungefähr. Ein Substitutionsgut. So ungefähr. Man kann gar nicht alles gucken, was mich... Ich würde so gerne die ganzen Streams von Gronkh schauen, aber dazu komme ich erst recht nicht. Und das ist halt noch mehr... Ich verstehe gar nicht, wie das Leute schaffen, das alles gucken zu können. Naja, man muss halt einfach dazu sagen, dass viele junge Leute auch in der Szene sind und ne, als Schüler hat man halt einfach weitaus mehr klar. Zeit als Erwachsener. Aber auch als Schüler, also puh. Naja, wenn du jeden Tag um eins aus hast, übertrieben gesprochen, geht das schon mehr, als wenn du jeden Tag bis, keine Ahnung, 5, 6, je nachdem wie lange du arbeitest, wieder Nachmittag verschwendest. Ja, naja, nur bei so vielen Ablenkungsmöglichkeiten muss ich mich halt nicht mehr wundern, wenn es dann nicht mehr schulisch läuft. Ja, das ist jeder selbst verantwortlich. Jeder ist seines eigenen Glückes Schmied hier. Ja. So, wir sind auf dem Weg zum dritten Treffen. So viel dazu. Ja, wir waren auf dem Weg zum dritten Treffer. Können wir solche Tode einfach weglassen, wo ich am Anfang direkt runtersäge? Ja, auch hier ist das alles in deiner Hand und du bist. Nein, ich will nicht da oben sein! Mist. Die Röhre ist ja aber durchlässig, ne? Ja, in die Röhre musst du dann auch rein. Interessiert nur mal gerade was. Ach, Scheiße. Ob man da quasi in die Orbs reinspringen kann und dann in die Röhre kommt, oder wie? Mhm. Ich glaube nicht. Ich glaube, das habe ich schon mal... Die Orbs annullieren deine Inputs, also von daher... Nein. Ja, ich glaube, das drückt dich nur so ein ganz kleines Stückchen nach oben. Du kommst nicht mal ansatzweise in die Röhre rein. Na, du kannst schon deinen Kopf an der Röhre anstoßen, aber wie gesagt, deine Inputs werden annulliert.
Ja. Dementsprechend, wenn du keinen nach oben Input hast, kommst du auch nicht rein. Ah, du berührst die möglicherweise, aber du kannst nicht reingehen. Ah. Richtig. Das ist natürlich ärgerlich. Da soll ich den Gedanken gleich wieder verwerfen, damit keine Zeit verschwenden. Wieso Safe-State ich nicht einfach? Das wäre so leicht mit Safe-States. Also wenn du es machen willst, dann bitte, dann tu es. Das ist die Frage, ob ich es will. Das ist gerade die Frage. Das war der zweite. Mist! Eigentlich auch eine lustige Antwort für den Traualtar. Wollen Sie die Frau zu Ihrer angetrauten Frau nehmen? Da ist die Frage, ob ich das jetzt... Ja, gute Frage. Lassen Sie mich mal noch ein bisschen drüber nachdenken. Ne, richtig. Hab noch nicht genug Zeit gehabt. Ging alles so schnell. Muss da noch mal eine Nacht drüber schlafen. Richtig, aber nicht mit ihr, bitte. Neun! Ach, Mist, ich bin schon wieder aus der Konzentration raus. Wie gesagt, ich würde es dir nicht übel nehmen, wenn du Safe State hast, weil... Ja, wie gesagt, du hast es eine halbe Stunde probiert und wenn du es nicht hinkriegst, dann ist es halt so, du warst ein paar Mal nah dran. Aber letztendlich ist es dein Ermessen. Ja, ich setze jetzt mal einen State, wenn ich es wieder bis zum zweiten Treffer schaffe. Dann gucken wir mal. Ja, so ein Midway für den Raum quasi. So in der Art. Ach, Mann! Wenn ich mal wieder hinkommen würde. Jetzt bin ich auch wieder komplett... Ja, mache ich wieder kompletten Müll. Hä, bei denen an der Decke zu dodgen ist übrigens eine sehr riskante Strategie. Ja, ist richtig. War auch nicht, was ich wollte. Ja, moin. Wie du gesehen hast, du kannst den Kopf stoßen, aber eben nicht rein. Ach jetzt! Aber das sind so Tode, wo ich mir dann halt immer denke, irgendwie müsste es doch irgendwann mal so zumindest sein, dass man es halt besser hinkriegt. Aber das reicht halt wahrscheinlich noch nicht als Training. Ja, möchte man fast meinen. Da braucht man viel, viel, viel mehr Zeit, um mal da konstant durchzukommen. Nee, es noch viel zu viele Fehler. Persönlich würde ich vermuten, HF wäre an der Stelle durch. Ja, ich auch. HF spielt schon den Nachfolger. Ich weiß nicht. Ich glaube, ich werde nach Infernum aber erstmal nichts mehr hier machen. Ich weiß nicht, ob ich es im vorigen Part schon irgendwie erwähnt habe, aber ich habe ja bis um 3:30 Uhr morgens hier am neuen Domizilium Elstid zum Beispiel gearbeitet, was halt... Ja, das ist ja auch komplett neu umgegangen. Also es ist ja wirklich komplett neu. Das ist ja nichts mehr wiedererkennbar. Ja. Also von daher, es ist halt sehr, sehr zeitintensiv, dieses Hobby. Das ist richtig. Und Geld verdient sie damit nicht. Richtig. Oh, ich komme nicht mal mehr bis zum zweiten Hit. Mann.
Es kann halt auch sein, dass ein bisschen diese Monotonie, Ja, ja, die klar. Konzentration flöten geht, ne? Natürlich. Ja, nee, ich mach jetzt mal mehr Saves jetzt, dass wir mal die zweite Phase sehen. Ich weiß noch nicht, wie genau ich da jetzt Saves staten soll. Hilfe. Das ist jetzt ja, ein bisschen traurig ist es, aber sie kann es Taste mehr. Ja. Die Zuschauer wollen ja bestimmt auch irgendwann mal was anderes sehen als nur diesen Screen hier. Ja, das denke ich. Oh mein Gott, aber ich wüsste gerade nicht mal, wie ich da vernünftig jetzt anfangen soll zu staten, muss ich gestehen. Mir was überlegen. Weil wenn ich lade, muss ich ja auch in dem Moment direkt... Oh Gott. Ja, das ist gar kein so guter Boss zum Stay. Ja, und wie lade ich das jetzt am blödsten? Nee, das... nee, das funktioniert schon mal so nicht. Ja, du musst halt einfach ein paar gute Positionen rein zufällig finden. Ah, doch, doch, es funktioniert ein bisschen mit dem Laden. Ah, doch, doch, es geht. Ah, doch, so kann es hinhauen. Ja. Ja. Wow, okay. Oh, hier drauf, okay. Hier, da war der zweite Hit. Ja, endlich mal wieder. Müsste ich langsam raus. Das war zu ja, bald. Du warst noch ein Stück zu früh. Das war zu bald. Du musst quasi mit der zweiten Kugel dann nach oben. Ne, das ist Nummer 1 und da kommt die zweite. Ach so, meinst du das, ja. Jetzt wird er getroffen. Jetzt kommt der Sound, dass er auftaucht. Dann hoch. Ja, war noch zu bald. Ja, es sah aber schon halbwegs gut aus. Ja, okay, rein da. Ach du Schande, okay. Ja, du kannst ja erstmal wieder eine Weile ohne Saves probieren. Gucken wir mal, was passiert. Die Phase sieht schlimmer aus, als sie wahrscheinlich ist. Na, noch sieht sie nach gar nicht. Ach so. Ah, da brauche ich die Plattform aber auf jeden Fall, sonst komme ich da nicht hoch. Hm, richtig. Und der erste ist nur da, damit ich. Eigentlich bin ich nur auf dem unterwegs. Richtig. Okay. Kann dich nur halt nicht so weit rechts spawnen lassen, weil du halt sonst ja, einen verrutschten Screen quasi hast. Ja. Ja, aber das ist auf jeden Fall schon mal besser zum Staten, falls ich es wollen würde. Ja, und es ist halt generell etwas entspannter. Es ist ganz anders vom Ausweichen her, ja, ja, richtig. Da hast du halt wirklich auch Ruhephasen. Die hast du halt bei einem Dauerspin-Jump nicht. Hier geht es quasi nur darum zu lernen, okay, wie springe ich am besten, dass der Chuck genauso wirft, wie es mir recht ist. Ach, das ist ein Chuck. Ja, siehst du, habe ich gar nicht gecheckt. Ja, ich wollte gerade sagen, falls du das noch nicht erkannt hast. Dann kann ich den ja beeinflussen. Das ist ja kein RNG hier. Ja, dann will ich doch die ganze Zeit springen. Nur, dass die Plattform direkt über mir ist. Dann kann ich den nicht so oft springen. Aber dann ja, das ist ja dann ganz gut. Es ist halt alles Vanilla letztendlich, also von daher, was willst du machen? Ja. Das ist wohl wahr. Ah, Mist. Mann. Ja, du kannst auch hier wieder sterben, ne? Du hast einen Midway Point. Ja, ach so, sterbe ich gerade gar nicht. Ja, du lädst die ganze Zeit deine Save States. Ah ja, okay, aber der, ja, der lädt ja auch den Raum. Ja, aber das macht die Musik kaputt. Okay.
Ha, bleib doch oben, Bälle. Ich finde es aber sehr interessant, dass du dauerhaftes Springen hier als deine Strategie bisher erwählt hast, also. Naja, ich hätte gern die Bälle oben. Aber das will der Chuck noch nicht so ganz. Aber was heißt dauerhaftes Springen? Ich springe ja meistens eigentlich nur über die Bälle drüber. Ja, du springst schon weitaus mehr als nötig letztendlich. Okay. In dem Fall jetzt wieder nicht, aber was da vorhin in einem Versuch war, naja. Ach so, ja, da habe ich halt versucht, dass er nur oben wirft, aber das hat nicht hingehauen. Genau, also deswegen würde ich sagen, Strategie fragwürdig, aber okay. Nee, die habe ich ja schon wieder verworfen. Und das war der eigentliche Boss hier. Richtig, das war ursprünglich der einzige Raum. Das war alles. Richtig, den haben sowohl HF wie auch Drakes ohne Saves geschafft. Okay. Nein! Ach, das ist doch dumm. Okay, aber jetzt weiß ich schon mal, dass noch von der anderen Seite auch noch was kommt. Oh mein Gott! Ja, aber das musst du nicht lange aushalten. Hier wäre jetzt gleich der dritte Hit gekommen und du hättest hoch. Ja, aber lang genug. Oh weia. Ja, einmal nach links fliegen und einen halben Flug nach rechts. Und vor allem jetzt gerade hatte ich ja den Luxus, dass die Plattform weg war. Also, das ist ja dann nicht mehr schaffbar, aber das macht halt alles deutlich leichter. Das habe ich ja Oh Gott. Ach, man landet halt immer auf der Plattform drauf. Das ist die eigentliche Schwierigkeit, nicht das Ausweichen von den Bällen. Ja, ne, das war halt auch die Schwierigkeit im dritten Raum letztendlich, als die Plattform damals noch da war. Aber die habe ich ja dann zum Glück durch etwas anderes ersetzt, was... Naja. Kann sich streiten, ob es das einfacher oder schwieriger macht. Okay. Zweiter Treffer. Guter. Ach. Ja, meistens wirft der von rechts gar nicht mal so gefährliche Bälle. Das habe ich gemerkt, ja. Naja, in was für einen Ball bist du gesprungen? Von links. Ja, aber weil ich ja dem Rechten ausweichen muss zusätzlich. Also, wenn sie nicht gefährlich wären, müsste ich ja gar nichts machen. Ach, diese scheiß Plattform. Hä? Oh, falsche Taste. Come on! Ja, es ist im Prinzip die entspannteste Phase. Entspannt bin ich nicht gerade, aber sie ist entspannter als die andere, ja. Ja, so viel dazu. Ja, der hat dich halt voll erwischt.
Also gut, ich habe den Boss halt auch 100 Mal gespielt. Vielleicht finde ich ihn deswegen nicht sonderlich schwierig. Teilweise habe ich mir schon selbst die Challenge irgendwie gegeben, das möglichst ohne Springen zu machen. Dass man dann einfach nur, weil die Blöcke ja auch so hoch und runter fliegen, das einfach geht? Nur über oder unter den Bällen durchläuft. Aber wer hätte ihn denn da jetzt ausweichen sollen? Geht nicht in jedem Fall. Wie gesagt, möglichst ohne Springen. Ein paar Sprünge sind natürlich trotzdem. Ah ja. Aber es sieht auf jeden Fall cool aus, wenn man's. Was jetzt natürlich keine Einladung war, dass du es hier gleich demonstrieren musst, ne? Nee. Das macht's nicht einfacher. Das ist aber auch nicht immer gleich, also man kann hier nicht auswendig lernen. Eigentlich schon. Je nachdem, wie du dich verhältst, wirft der Chuck ein Sprechen. Ja, gut. Ja, imagine, du müsstest mal mit gutem Vorbild vorangehen und den anderen so beeinflussen, dass er dir folgt. Schlimm sowas. Dass er was? Ja, dass er dir dann entsprechend folgt, auf dich entsprechend reagiert. Ach so. Oh mein Gott. Oh nee. Moment, ich würde Stressball drücken. Ich find's auch lustig, dass ich bei Discord, keine Ahnung, die Windows-Benachrichtigungen oder was du da rechts hast, sehen kann. Was für eine Windows-Benachrichtigung? Was hat sie jetzt benachrichtigt? Irgendwie, dass du um 7.30 Uhr aufstehst oder sowas, keine Ahnung. Was? Hä? Ja, keine Ahnung, was das war. Hä, das sehe ich nicht mal. Das war jetzt schon zum zweiten Mal im Part. What the heck, okay. Ich müsste mal eine Aufnahme von meinem Bildschirm hier machen, das wäre lustig. Ja, wobei eigentlich was für 37 an dem Laptop ist gar kein Wecker gestellt. Okay. Also. Ah, das ist. Das ist das Flux-Ding. Das ist das Flux-Ding. Das ist die. Das ist. Ja, okay, ich verstehe, warum es sagt aufstehen. Das ist so ein Programm, was die. Sagt man Farbintensität oder die Wärme von den Farben der Tageszeit anpasst? Das soll angeblich angenehmer für die Augen sein. Ja, so eine App besitze ich nicht, aber es könnte schon durchaus die gewesen sein. Und das sagt nämlich immer, um 7.30 Uhr ist deine Aufstehzeit, weil er da die Farben wieder ändert. Ja, das würde Sinn ergeben. Okay, ja, das sagt das Ding immer. Aber dass das anzeigt bei dir, ist wieder. In der Aufnahme sieht man es wahrscheinlich wieder nicht. Nee. Also, die Aufnahme ist ja kein Discord. So, Discord zeigt halt mehr, als es soll. Ja, es ist ein interessantes Programm auf jeden Fall. Ach, scheiße. Oh, wenn ich selbstständig auf dieser Plattform landen würde. Nee, ich muss schon mit Drehsprung machen. Oh! Schon wieder hier. Du hast so viele Kugeln auf dem Bildschirm. Darin auf dem Bildschirm. Dann noch der hypnotisch hin und her schwingende Fragezeichenblock. Ja, richtig. Das ist alles so hypnotisierend. Es ist auch noch so spät, man ist müde. Augen fallen quasi schon von alleine zu. Weil du ja gesagt hast, du bist eher der Nachtarbeiter.
Ja. Also eigentlich ist das jetzt genau deine Prime Time. Ja, nur ich habe die letzte Nacht schon durchgemacht. Na wunderbar, genau wie ich. Aber du hast wahrscheinlich gearbeitet, ich nicht. Ach, scheiße. Wie gesagt, ich habe ein Level erstellt und ich bin gleich wieder da. Uiuiuiuiui. Ja, viel dazu kommentieren kann ich jetzt auch nicht. Das war der zweite Treffer. Jetzt geht's wieder los auf der anderen Seite. Ja! Pff. Nein, der bin ich hier reingelaufen. Scheiße, ich habe nicht aufgepasst. Mist. Das wäre der dritte Treffer gewesen. Ich war ein bisschen zu bald auf der Plattform. Scheiße. Ach, ich soll nicht den State laden. Scheiße. Ah, Mann, nachdem er, wenn man es so knapp hatte, dann ist es immer so frustrierend. Dann hat man immer so Phasen, wo man dann einfach gerade gar nichts mehr kann. So was meine ich. Oder sowas. So, das war der zweite Hit. Nein, das war zu bald. Da wäre der dritte. Da, seht ihr es? Da kommen die Steine runter. Da war der dritte Hit. Da war der dritte Hit. Das wäre es gerade wieder fast gewesen. Mann, ist. Wieso springe ich denn da immer daneben? Es ist doch eigentlich nicht so schwierig. Jetzt ist wieder. Immer wenn es super knapp wird, dann ist danach so einfach komplett Feierabend.
Nee, 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 nee. Ich. Und gerade dieses Monotone, das sorgt dann leider dafür, dass man so ein bisschen müder wird. Oh, nee. Nee. Ich setze jetzt wieder den State beim zweiten. Bitte. Das kriegen wir sonst nicht hin. Mann, ich... Dieses Draufspringen, das nervt mich so. So, ich bin also wieder da und du nutzt einfach schon wieder Save States. Ja, ich habe jetzt mich entschieden, beim zweiten wieder einen State zu setzen. Na gut, wir wollen ja heute noch fertig werden. Ich kann es verstehen. Ich habe es zweimal geschafft, bis zum dritten Treffer zu kommen, aber dann halt bin ich gestorben. Aber kaum bin ich nicht da. Schaust auf einmal mehr, als wenn ich da bin. Ich glaube, ich gehe gleich wieder. Nee. Gottes Willen. Ich meine, ich war ja vorhin auch immer knapp davor, glaube ich. Du hast es nie bis zum dritten Hit geschafft. Also von daher, wenn sich da wirklich schon alles aufgelöst hat, hast du Fortschritt. Nee, aufgelöst nicht, aber es ist halt, ja. Man hat halt die Dinger, die Teile fallen sehen. Na gut, jetzt hat es sich aufgelöst. Jetzt hat es sich aufgelöst, aber jetzt nur, weil ich die States nutze. Ey, aber damit, dass es von beiden Seiten kommt, das macht schon nochmal deutlich schwieriger dann den dritten. Ach komm. Reden ist auch vorbei. Ja, jetzt wollte ich springen. Zu spät. Ja, da hast du etwas zu lang gewartet. Ah, Mann! Du musst auch auf der Plattform sein, bevor der stirbt, weil sonst kommst du ja erst recht nicht mehr. Ja, ja, klar. Ey, das war immer noch zu bald. Sick. Dann ist der State ja eigentlich fast vorm Ende. Ja, es fehlt nicht viel. Rein da! Mein Gott. Letzte Phase. Was kommt denn jetzt? Prinzip? Sehr simpel. Ich kann schon mal nicht drauf spinjumpen, okay. Auf dem roten nicht, auf dem lilanen schon. Ach. Ach, das fährt jetzt da hin und her. Ach du Scheiße. Die roten Dinger haben eine ganz seltsame Hitbox, aber. Naja. Ah, toll. Meistens zu deinem Gunsten, weil sie meistens kleiner ist als das Objekt selbst. Okay. So, aber jetzt sehe ich hier zum Beispiel keine Plattform mehr. Richtig. Wie komme ich denn dann in die Röhre? Tja. Na gut, da wird sich dann wohl irgendwas tun. Alter! Du hast ja auch keinen Boom mehr, der getroffen wird. Oh. Okay. Ja, die letzte Phase unterscheidet sich ein bisschen von. Merkt das schon. Ich muss also irgendwie den Weg da hochfinden. Richtig. Beziehungsweise der Weg wird dich finden. Ach so, dieses Teil da fährt einfach irgendwann hoch, oder was? Naja, nicht ganz, aber es geht in die Richtung. Okay. Scheiße.
Oh, nee. Ja, genau. Genau. Ja, es ist sehr simpel eigentlich. Scheiße. Es hat nur ein Gefühl für die Bälle entwickeln. Ja. Stell dir einfach vor, das sind Stressbälle, die die auf dich zufliegen. Dann will ich sie ja krabbeln. Das soll ich ja gerade nicht machen. Ich soll ihn ja ausweichen. Ja, gut, dann stell dir vor, du reitest auf einem Stressball und das andere sind, keine Ahnung. Alter. Das kommt auch wieder von links. Was ist das? Das ist rechts. Ja, halt von der anderen Seite. Oh, nee, ich hier mal erstmal gucken, dass hier alles abgeht. Weiß kann sich übrigens auch sehr einfach verstaten. Ja, aber notfalls starte ich halt dann neu. Also das ist ja nicht das, ja? Das ist ja nicht das Problem. Richtig. Ich meine, du willst das ja eh ohne Save State spielen, habe ich. Ja, nee. Glaube nicht. Yo! Alter, das ist ja pures Glück, dass ich da nicht getroffen werde. Nein, das ist Skill. Nein. Ja, jetzt so viel zum Skill. Ja, ich glaube, das wird nichts mehr. Er geht noch. Irgendwie. Naja. Schwer, aber. Jo, aber das werden immer mehr Bälle. Wie soll man das denn ohne Stage schaffen? Und das ist ja schlimmer als die erste und zweite Phase zusammen. Ja, das ist eine gewissermaßen Kombination aus beiden. Ah! Und da soll ich jetzt einfach hoch. Ja, richtig. Und so lange muss man ohne States durchhalten. Ja, richtig. Gott. Es ist gar nicht mal so schwierig, wenn man ein Gefühl für die Bälle entwickelt, weil sie ja immerhin verglichen zu vorhin immer gleich fliegen. Ja, ich meine, es kommt relativ schnell jetzt, muss ich gestehen. Ja, das auch. Die Phase ist kürzer als die vorigen. Aber oh, der State ist scheiße zurück. Ja, spiel nochmal. Komm. Jetzt hast du ja keine 3 Minuten mit der dritten Phase hier verbracht. Ja, aber die ist auch, also die ist ja noch stressiger als alles andere. Oh mein Gott. Du hast ja Stressbälle bei dir liegen. Einfach auslassen, wenn du musst. Okay, wir starten von vorne. Es ist tatsächlich gewissermaßen entscheidend, wie du am Anfang abspringst. Okay. Wenn du da abspringst, ist halt das Timing für den Rest des Kampfes beeinflusst. Okay, meinetwegen. Wie gesagt, man kann es auch breaken, dass der rechte Chuck gar nicht erst wirft. Ach stimmt, da ist ja was im Break ist, da ist ja schon gar nicht mehr dran gedacht. Richtig, hat Twakes irgendwie hinbekommen. Ich habe noch keine Ahnung, wie ich das ja verhindern soll. Wenn da irgendwie ein schlauer Kopf noch eine Idee hat, Blicke gehen in Richtung Dazin oder HF, dann weiß nicht, vielleicht auch einfach nochmal einen netten Kommentar schreiben, ich wäre sehr dankbar. Bruder! Also wäre es nicht schlimm genug, dass das Ding hin und her fährt, müssen auch noch 4 Felder sein, auf die es nicht... Oh Gott, nee. Moment, ich muss kurz Ball drücken.
So. Immerhin hat hier jeder Raum seinen eigenen Midway Point. Das ist wesentlich entspannter als die Aufregung beim Re-Rap-Raum. Ja. Nein! Das sah gut aus. Okay. Oh Gott, was ist das denn jetzt wieder? Na Glückwunsch. Hey, aber wie soll ich... Ja, hast wieder top gesaved. Ich glaube, das geht nicht. Aus der Position. Ach, willst du auch behaupten? Ich finde es schön, dass dir die dritte Phase trotz Saves einigermaßen Probleme macht. Ja, aber das zeigt ja erst, wie sie ohne Saves wäre. Ich meine, ja, manche Situationen entstehen erst durch Saves, aber ja, weiß ich nicht. Ja, auch hier geht es im Prinzip nur darum, ein Muster zu finden, mit dem man arbeiten kann. Ja, irgendwie so. Weil die Bälle fliegen halt wirklich immer gleich. Das... ja. Macht die Phase sehr lernbar. God dang it! Wie soll ich denn... Nee, wir starten es schon wieder neu. Diese Teile mittendrin. Nee, wir standen schon wieder neu. Das ist für bescheuert zum Safe State. Bald schaffst du nicht mal mehr den Sprung von der Plattform, wenn es weitergeht. Ja. Es kommt aber auch davon, wenn man so ungeduldig wird und irgendwie nach jedem zweiten Sprung safe staten will, dann hat man halt auch mehr Stellen, wo man sich was so die, ja, möglicherweise fair safe statet. Ja, das ist schon klar, aber... Natürlich auch mehr Fake Midway Points in dem Sinne, aber du siehst, wohin es führt. Sag mal, bin ich denn dumm? Ist auch schön, wenn man rechts noch kurz den Kopf vom runterfallenden Chuck sieht, den, ja, vielleicht möchte ich an der Priority des Vordergrundes hier arbeiten. Scheiße, der ist schlecht. Ah, ich weiß nicht, ob der noch geht. Ich weiß es nicht. Sehr eng auf jeden Fall. Oh! Im kleinen vorne drauf geht er, okay. Hört sich super an, wenn man so safe stated. Ach, scheiße. Wie ist... Ja, selbst mit States zu schwer. Oh, da könnte ich sogar unten durch. Ja, viel Spaß, Colin. Hat funktioniert. Ja. Ich muss ja so, ich muss ja solche Sachen machen, es geht ja gar nicht ohne. Also, keine Ahnung. Doch, geht es eigentlich schon. Man kriegt das ziemlich konsistent hin, wenn man mal ein Muster gefunden hat. Oh Gott. Das ist jetzt
schon wieder ganz kacke hier. Im Prinzip musst du immer auf die gleiche Art und Weise vom Ball abspringen, weil die Bälle von der Seite ja auch jetzt, immer gleich sind. Jetzt rein da! Ja, Glückwunsch. Das ist jetzt wieder so, der, den ich nicht sammeln kann, ne? Ja. Richtig, bist du in den echten Credits hier gelandet. Damit hat das Let's Play sein Ende gefunden. 3 Millionen Mal Bälle drücken. Oh. Ich hoffe, ihr hattet alle euren Spaß daran, konnten beim größtenteils Fehlen zuzusehen, ab und zu auch nicht, aber größtenteils schon. Und an meinen leicht ironischen Kommentaren. Leicht ironisch. Uff. Bis wann hättest du denn gerne eine Musik für den Raum? Ja, da darfst du dir Zeit lassen. Also, ich bin ja noch auf der Suche nach anderen Leuten, die den Hack eventuell auch ohne Saves testen, weil HF allein ohne Saves ist halt auch irgendwie, naja, doof. Deswegen. Was ist mit Chosen? Sag, ja, als ob der ja ohne Saves spielt. Ach so, okay. Ja, stimmt, ohne Saves spielen eigentlich nicht so viele. Richtig. Deswegen, wie gesagt, suche ich da gerade noch nach Testen. Du kannst dir da mit deinem Request gerne noch Zeit lassen. Hä? Ach, jetzt habe ich zu lange. Ja, richtig. Einfach die schöne Musik zerstören. So. Uff. Was passiert jetzt? Nix. Ah, wir laufen zum Stern zurück. Richtig. Okay, guck mal, ob alle Exits haben. Ich glaube, irgendwo einer dürfte fehlen. Obwohl du eigentlich alle Level gespielt hast. Stabil. Weil es könnte passen, weil das Yoshi-Haus ja kein eigenes Overworld-Event hat in dem Sinne. Okay. Ja, könnte schon passen. Ist jetzt im Yoshi-Haus eigentlich schon der neue Level drin? Nö. Ah, okay, da ist noch der drin. Der, wolltest du den nicht irgendwann mal ersetzen? Oder? Nee, Quatsch. Was? Ja, nee, ja, richtig. Das wird umgetauscht, wenn wir denn in den Kommentaren gesehen haben, was das unbeliebteste Level ist. Stimmt, du wolltest dieses Bowling-Kugel-Level umtauschen. Persönlich ist das meine Meinung. Du hast ja gesagt, eher das Flackern. Ja, aber das Flackern ist halt wirklich bei mir nur mit den Augen. Das heißt, ich denke... Ja, wobei das schwierig wird mit dem Flackern, weil dann müsste ich ein Level mit Secret Exit bauen. Ja, nee, also ich denke, die wenigsten haben da solche, weiß ich nicht. Ich meine, dass das Level nichts für Leute ist mit Epilepsie, ist ja nochmal sowieso klar, aber... Ja. Die können halt auch nicht alle Pokémon-Folgen gucken. Richtig. Aber... Gut, dann war es das also mit dem Hack und wahrscheinlich auf absehbare Zeit auch erstmal mit mir, weil ich wüsste ja jetzt nicht, dass irgendwie noch ein Projekt von mir steht. Ja, das stimmt. Das ist eigentlich schade. Ich nehme dir vielleicht gerne auf. In der Zukunft mal wieder ein Contest. Ja, melde dich einfach. Und dann gucke ich in meinen Kaminplan und dann... ja... Genau, ziehe ich meine Nummer. Gut, dass es jetzt gut. Blablabla. Gut, dass es jetzt halt in die Ferien gepasst hat. Das wäre sonst so nicht möglich gewesen. Ja, jetzt sind wir ja durch. Ja. Wir haben es tatsächlich geschafft. Also dafür, dass wir das, du erst gedacht hattest, so, du kannst auf keinen Fall bei der Aufnahme dabei sein, haben wir das ja doch ganz gut gemeistert. Ja, wie du gesagt hast, es ist halt das Glück gewesen, dass wir jetzt Feiertage waren. Genau. Ja, stimmt. Also für dich keine Ferien. Wie viele Stunden haben wir jetzt schon wieder aufgenommen? Viel genug. Wahrscheinlich einen ganzen Arbeitstag fast. Heute einige, ja. Heute einige tatsächlich. Ja.
war auch drei Stunden Part. Also der Part jetzt ist jetzt auch schon wieder 1 Stunde 10, 1 Stunde 20, sehe ich gerade. Ja, irgendwie bist du immer ungeduldiger geworden pro Raum, habe ich das Gefühl. Ja, damit ist es mit steigender Zeit. Das kommt das halt auch nochmal dazu. Ach, also hättest du jeden Raum hier einen eigenen Part gewidmet, hätten wir sogar noch. Oh naja, Gott, nicht, ne, das hätte ich auch nicht machen bekommen. Wollen. Uff. Na gut, ja, schreibt dem Sariel gerne, welches Level ihr nicht so gut fandet. Dann kann er sich das überlegen. Also der ist da tatsächlich auch sehr empfänglich, was Feedback angeht. Deswegen scheut euch nicht, ihm eure Meinung mitzuteilen. Ich habe so eine Vermutung, ich weiß, welches Level Sylai Khan am wenigsten mag. Zumindest seinem Kommentar nach zu urteilen. Na gut, aber hat ja auch noch nicht alle gesehen. Vielleicht entscheidet er sich ja noch um. Na gut, wir werden sehen. Ja. Danke auf jeden Fall fürs Zusehen. Genau. Und dann kündigt er jetzt noch an, was er als nächstes geplant hat. Ich habe gerade keine Ahnung. Eigentlich habe ich zu HF gesagt, dass sein Hack dann nach deinem kommt. Dieses Ein-Raum-Puzzle-Ding. Keine Ahnung. Studies of a Broken Engine. Finde ich sehr gut. Keine Ahnung, ob das ist das. Also würdest du sagen, das ist was ich spielen kann oder? Mit HF zusammen würde ich sagen, auf jeden Fall ja. Alleine kommst du wahrscheinlich in diversen Räumen nicht auf die Lösung. Also ist schon mit Glitchen und so, ne? Ja, richtig. Oje, okay. Ja, mal gucken. Es ist an sich nicht so schwierig. Jetzt also ich habe es ja auch ohne States durchgespielt. Ah, wobei das nichts heißen muss. Also ich habe ja auch meinen Hack ohne States gemacht, ne? Das mussten wir ja auch erstmal nachmachen. Ja, ist klar. Kappa. Okay, ja gut, dann schauen wir mal, ob der jetzt als nächstes kommt oder erstmal was anderes. Es ist auch irgendwas, habe ich letztens. Oder war das. Habe ich mir das eingebildet? War das jetzt irgendwas, was ich geträumt habe, oder war das jetzt echt? Nee, du hast dir nicht eingebildet, dass Item Abuse immer noch offen ist. Nein, um Gottes Willen. Und Quela 2 natürlich. Nein, irgendein. Oh, was war das denn? Ich hab gerade keine Ahnung. Irgendwas habe ich mir. Ich glaube, das war irgendwas, was ich geträumt habe. Keine Ahnung. Ich habe in letzter Zeit so viele verschiedene Träume, dass ich teilweise echt nicht mehr weiß, was war jetzt eigentlich Traum und was war Realität. Das ist ganz, ganz weird. Aber gut. Ja, das war jedenfalls real, dass das Projekt hier jetzt durch ist. Und ich bedanke mich nochmal fürs Zuschauen und auch nochmal für Sari, dass er sich die Zeit nehmen konnte, um dabei zu sein. Weil das doch wie gesagt, schon. Ich bedanke mich für jedes konstruktive Feedback, was ich bisher so gelesen habe und noch lesen werde. Genau. Und ja. Dann sage ich. Ich wünsche allen übrigens noch nachträglich ein frohes Neues, auch wenn das jetzt, keine Ahnung, am 10. oder so rauskommt. Ja, das ist ja gar. Kann man ja immer wieder wünschen. Bleibt gesund. Je nachdem, man weiß überhaupt nicht, was jetzt, genau, wenn es jetzt der 10. ist oder so, man weiß überhaupt nicht, wie sich gewisse Dinge entwickeln. Ja, das bringen wir jetzt nicht ein, da machen wir eher Schluss, ne? Genau. Wie also. Sich gewisse Dinge entwickelt haben und mal gucken. Deswegen bleibt gesund und ja. Schaut weiterhin Konnenkun 88 vom Konnenkun 88 Kanal. Richtig. Und tschüss. Tschüss.